Freunde des guten Geschmacks, willkommen zu einem neuen Video von Tasty Bits. Heute machen wir leckere Rosmarinkartoffeln aus dem Backofen selber. Dazu gibt es einen schnellen Paprika-Joghurt-Dip und ich zeige euch, wie dieses Rezept ganz schnell und einfach funktioniert. Und es überrascht wohl niemanden, dass wir für unsere Rosmarinkartoffeln zunächst mal Kartoffeln brauchen. Ich habe hier 1 Kilo kleine Kartoffeln, das sind Drillinge, die ich verwende, die zunächst mal halbiert werden. Ein Wort vielleicht noch zu den Kartoffeln, ihr könnt gerne, wie gesagt, Speisefrühkartoffeln verwenden oder Drillinge verwenden. Die haben den Vorteil, dass ihr sie nur waschen müsst und nicht schälen müsst, das spart ein bisschen Arbeit in der Küche. Die Kartoffeln gebe ich in eine große Schüssel und jetzt kümmern wir uns um die Marinade. Dazu habe ich hier 3 Zweige Rosmarin. Das ist nur die Hälfte vom Rosmarin, die ich insgesamt für dieses Rezept verwende. Den Rest verwenden wir später noch. Einfach die Nadeln von diesen 3 Zweigen Rosmarin abzupfen und mit dem Messer fein hacken. Dann kannst du den gehackten Rosmarin auch direkt zu den Kartoffeln geben und dazu kommt noch ein guter Schuss Olivenöl. Ich sag mal ungefähr 3 Esslöffel, das sollte ausreichend sein. Alles wird einmal gut miteinander vermengt, das kannst du gerne mit den Händen machen. Ich nehme dann immer gerne Handschuhe, alternativ geht es aber auch mit einem Löffel. Die Rosmarinkartoffeln gibst du jetzt auf ein Backblech mit Backpapier, kratzt die Schüssel schön aus, dass die ganze Marinade auf jeden Fall mit zu den Kartoffeln kommt. Vermeng das Ganze noch einmal gut miteinander und achte darauf, dass die Kartoffeln mit dem Öl bedeckt sind. Außerdem geben wir unseren restlichen Rosmarin mit dazu, den kannst du einfach mit aufs Blech geben, so ein bisschen unter die Kartoffeln legen und dann fehlt natürlich noch Knoblauch. Ich habe hier 3 Knoblauchzehen, die ich mit dem Messer einmal andrücke und einfach mit zu den Kartoffeln auf das Blech gebe. Jetzt dürfen außerdem eine gute Prise Salz nicht fehlen, da kannst du ein grobes Meersalz verwenden oder ein Fleur de Sel verwenden, je nachdem was du da hast. Außerdem eine gute Prise frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. Rüttel das Blech jetzt noch einmal gut durch, damit sich alle Gewürze und alle Kräuter gut verteilen können. Und dann sind deine Rosmarinkartoffeln jetzt auch schon bereit für den Backofen. Und das sieht richtig, richtig lecker aus. Da bekommt man fast schon Lust reinzubeißen, aber wie gesagt, sie sind noch nicht fertig. Jetzt geht es in den Backofen. Den habe ich im Vorwerk schon mal auf 220 Grad Celsius vorgeheizt. Am besten nimmst du Umluft, du kannst es aber auch mit Ober-Unterhitze machen. Gib die Kartoffeln möglichst nach unten in den Backofen und jetzt wird alles für 25 bis 35 Minuten goldbraun gebacken. Und diese Zeit können wir perfekt nutzen, um einen leckeren Dip zu machen. Dafür nehme ich mir 250 Gramm Joghurt und außerdem 3 Teelöffel Aiwa. Aiwa ist eine kroatische Pasta aus Paprika, die wunderbar dazu passt und wunderbar mit Joghurt zusammenpasst. Eine kleine Prise Chiliflocken gebe ich außerdem noch mit dazu und einen kleinen Schuss Olivenöl. Ungefähr 2 Teelöffel, denke ich mal, sind das hier. Außerdem eine Prise Salz, eine Prise frisch gemahlenen Pfeffer und einen kleinen Spritzer Zitronensaft oder Limettensaft. Ich hatte leider keine Zitrone zu Hause. Alles wird gut miteinander vermengt und dann hast du auch schon in Windeseile einen richtig schnellen, leckeren Dip zu den Kartoffeln. Den kannst du beispielsweise so in ein kleines Glas umfüllen, in ein anderes Schälchen umfüllen, mit ein bisschen Petersilie und ein paar Chiliflocken dekorieren oder garnieren. Und dann ist der schnelle Dip zu den Rosmarinkartoffeln auch schon fertig. Und apropos Rosmarinkartoffeln, nach denen wollen wir jetzt natürlich mal schauen. Die sind richtig schön goldbraun geworden und knusprig geworden und jetzt sehen sie auch wirklich zum Anbeißen aus. Du kannst sie wunderbar servieren zusammen mit einem Brathähnchen oder wie gesagt mit diesem leckeren Paprika-Dip. Alternativ passt aber auch eine selbstgemachte Aioli, ein Kräuterquark oder eine leckere Sour Cream mit dazu. Ich mache es mir jetzt gemütlich mit diesem großen Blech voll Rosmarinkartoffeln. Ich würde mich riesig freuen, wenn du den Kanal von Tasty Bits hier auf YouTube gleich abonnierst und dem Video einen schnellen Daumen nach oben gibst. Das unterstützt mich auf jeden Fall sehr. Nicht vergessen, jeden Samstag gibt es neue Rezepte hier. Hier sind noch ein paar weitere Vorschläge für dich. Vielleicht ist ja was Spannendes mit dabei. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Mach's gut, bis bald.